zu. Dein Cousin? Ja. Wie alt ist er denn? Das sagen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Okay, er ist 12. Nein. Ungefickt auf jeden Fall noch. Oh. Problem damit? So, René schreibt übrigens, Barretts, magst du Horrorspiele? Horrorspiele? Ja, ja, die kenne ich. Horus? Ja, Horror. Magst du Horrorspiele? Nein, Horrorspiele. Das... Nee, nee, er hat doch gefragt, ob er Horror... Also Horrorspiele. Aber nein, mag ich nicht. Barrett, spielst du mal Outlast? Nein. Das ist ja ein Horrorspiel, das ist ja... Barrett, warum spielst du kein Outlast? Mach mal Outlast LP. Nein. Schreibt er das jetzt wirklich oder liest du das so vor? Ich denke mir das gerade aus. Ja, okay. Dachte ich wieder. Ja. Oh, das mit dem... Das mit dem Leder ist nicht so effektiv irgendwie, finde ich. Das ist schön, dass du liegst. Mhm. Ich weiß nicht, wo wir Betten sind. Damit werde ich öfters flachgelegt als du, ne? Verdammt. Mhm, hast dich selbst flachgelegt. Selbst 5. Immer noch mehr als bei dir. Abo, Junge. Warum ist hier eine Spinne im Haus? Eine blöde Kuh. Hm. Wie bitte? Warum ist hier eine Spinne im Haus? Es sind keine Spinnen im Haus. Da ist eine Spinne im Haus. In dem freien Haus. Not anymore. So, mein Cousin schreibt, ungefickt von einem Mädchen schon, doch mit dir war es echt schön letzte Nacht. Oh Mann. Und das Niveau war vorbei. Also sind wir wieder auf dem angekommen, wo wir immer sind. Ja, darf ich dazu eine Sache sagen? Ich vergreife mich nicht an Minderjährigen. Badumts. Was tust du? Ich vergreife mich nicht an Minderjährigen. Ich bin nicht pädophil. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shit! Shit! Nee, nicht shit oder nicht niert oder nicht wird, sondern Schild. So ein Schild zum draufmalen. Also so Schild à la Captain America. Hier lang. Es ist super. Macht der noch was Produktives oder labert ihr nur blöd rum? Nee, ich mach tatsächlich gerade was Produktives. Was? Na, immerhin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, auf jeden Fall guckst du alle... Alle was kann ich denn hier... Alter, ich habe echt geschrieben, die Bildiothek. Bildiothek. Bild dir deine Theke. Bilbostheke. René schrieb gerade, Barrett, spiel mal Outlast. Oh nein. Das hat er bestimmt nur geschrieben, weil du es eben gesagt hast. Nee, ja, gar nicht. Aber Barrett schreibt da jetzt. Und jetzt warte ich auf den nächsten Satz. Ah, okay. Kann noch besser werden. Ich brauche noch mehr Sugarcane. Gib mir Sugarcane. Gib mir Sugar, Daddy. I. Was? I, habe ich gesagt. Was? I. Verstehst du nicht? Ich glaube im Alphabet. Du bist eklig, verstehst du es nicht, Sire? Echt mal. Tatsächlich nicht. Ja, dann sagen wir es dir nochmal, du bist eklig. Ekelhaftiger. Nö, tatsächlich nicht. Ein nicht so nicer ekelhafter. Ich hafte dir auch gleich mal was an, Junge. Aha. Und jetzt schreibt mein Cousin Luz Barrett, spiel Outlast oder was? Lutlast? Nee, Outlast oder Lutlast, okay. Eulast? Nee, Oid mit T noch. Outlast oder Lutlast. Wie alt ist dein Cousin? Und das macht man mit Absicht. Oder René schreibt dann noch, oder Outlast 2, aber immer noch AUT. Ja, aber Outlast 2 war nicht so geil wie Outlast. Ja, aber das ist jedes Mal, weil etwas Neues kommt und dann weiter, dann kennt man es schon. Nein, das liegt daran, weil einfach der nicht so auf Grusel ausgelegt war wie der erste. Sondern es war wieder mehr Action. Ja, also ich kenne Outlast 2 nur von Gronkh und der hat es wie immer grottenschlecht Let's Played. Wann Let's Played der mal ein Spiel gut? Ja, das stimmt allerdings. Oh, ihr seid voll die Hate Boys, ja? Kein Problem. Gronkh ist voll der Tolle und ihr seid bloß neidisch auf seinen Erfolg. Deine Mutter. Hate Speak, ja, hast recht. Ja.
Harte Speak. Hard in Aspeak. Was machen wir eigentlich aus dem Sugar Cans? Aus den Sugar Cans wird Kuchen gemacht. Ich dachte, aus dem wären eigentlich mehr so Papers, aber was soll's. Ja, stimmt, für die Toilette brauchen wir dringend wieder Papers, ich sag's dir, Alter. Ich dachte zum Rauchen. Ich habe mir letztes Mal einen Maiskolben genommen, ja? Einen Maiskolben, das muss ich mir mal vorstellen. Und durch die Ritze geschoben? Na klar, muss er sauber werden. War ganz schön schokoladig, die Ritze, oder? Nee, mach mal den Papier, ich weiß es gar nicht mehr. Du kannst ja jetzt, wenn du jetzt E drückst zum Beispiel, dann hast du so ein kleines Knöpfchen. Das ist so ein Crafting-Buch. Ja, und doch. Da kannst du so die dir möglichen Rezepte einmal durchgehen. Paper, ach, so macht man das. Alles ja, klar. Ja. Wie viel Papier brauchen wir denn? Viel. Für was, Barrett, du hast die gerade gemacht, wie viel braucht man denn für ein Bücherregal? Für ein Bücherregal braucht man... Du musst aus dem Papier erstmal Bücher machen, genau. Aus den Büchern dann das Bücherregal. Genau. Das für ein Buch brauchst du... Ich glaube, das war in der Mitte ein Blatt und rundherum Leder oder sowas, ne? Nee. Nee? Für ein Buch brauchst du ein Leder und drei Blätter. Also brauchst du für ein Bücherregal insgesamt 9 Blätter. Alles und klar. 3 Leder. Allerdings ist Leder ganz schön kostspielig, weil das... So, ich habe jetzt ein paar Blätter. Wollen wir Leder? Oder haben wir gar keins hier rumliegen, sondern müssen... Das Leder läuft gerade, glaube ich, gerade noch auf der Weide frei. Da habe ich schon einiges geschlachtet, aber es wird nicht besser. Das wird nicht reichen. Aber die Population nicht zu doll ausdünnen, ihr wisst. Es tut mir leid, ein paar von euch Kühen müssen leider jetzt sich vermuten. Aber nicht die Jungtiere. Aber die Jungen gehen mal Mais. Was? Das ist Quatsch. Das war ein Witz. Schlechter Witz. Buh! Buh! Was? Nein. Nee. That's not the same. Jungtiere geht aus dem Weg. Ich will die Alten. Die Alten und Schwachen gibt's mir. Opfert sie auf meinen mir Altar. Gebt mir eure Großeltern. Was? Was? Ich erwische aber die Kleinen mit. Die rennen wir davor. Was soll der Scheiß? Ich erwische dich gleich mit, wenn du die nicht in Ruhe lässt. Ich will da nur die Alten und Schwachen. Oh, Steak. Interessant. Das geht. Cool. Okay, ich glaube, ich habe erstmal genug ausgedünnt, noch mehr und dann war's das. Bei deinem Leder. Jetzt lass mich gehen. You gotta get swifty. Yeah. You gotta get swifty. Hey. Shit on the floor. Er hat's nicht vergessen. Wie kann man shit on the floor vergessen, Alter? So, jetzt würde ich gerne ein Buch würde ich gerne herstellen. Ein Buch, verdammt! Ich bin in der Hölle, hier verbrennen Bücher. Aha, machst du einen auf Erdogan? Nein, nicht er verbrennt Bücher, sondern bei ihm. Erdogan. So, wie machen wir jetzt noch ein Buchregal? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Aber das kann mir auch das gute Holzreihe Ding oben, Holzreihe unten, Bücherreihe in der Mitte. Alles klar. Das heißt, ich brauche Holz, haben wir hier. Nee, ich bin im falschen Lagerbereich. Dann läuft ein Barrett davon. Hat keine Lust mehr, hat aufgegeben. Er gesteht sich die Niederlage ein. Wobei, gib mir mal ein Buch. Was? Nein? Hexerei? Hä? Gib mir mal ein Buch. Nein, du willst... Gib mir mal ein Buch. Was? Gib mal ein Buch. Ja, ein Buch. Danke. Das brauche ich. Hast du noch Leder übrig? Weil ich habe noch ganz viele Paper. Nee, ich habe kein Leder mehr. Scheiße. Alles schon verbucht.
Nee, warte. Inksack, aha, da ja, muss ich mal ein bisschen. Muss ich mal jagen gehen. Gleich wieder. Yeah. Was galoppiert denn da jetzt schon wieder rum? Ein Galoppelheinz. Ja, so in etwa. So ist hier in der Nähe mal spontan. Ein... Nee, ist gar nichts. Nee, von hier aus kommt man da nicht hin. Da fehlt uns noch ein Zugang. Wieso zeigt er mir denn das Bücherregal hier nicht an, Schwein? Hopp. Ach, weißt du, jetzt wo man mal die Tintenfische braucht, ne, ist keiner in der Nähe. Tintenfische gesagt. Oh. Oh. Ernst, echt ja? Jetzt? Hat da nicht hier The Martin The Trist was noch geschrieben oder ist der Schwerter weg? To the M, to the T, to the Martin Trist. Also immer so Manfred. Er nennt sich jetzt Momfred. Momf. Der Momfred. Fred, der Momft. Ja, ja. Ja. Warum nicht? Wenn es lecker ist, warum nicht mampfen? Ja, warum nicht mal den Fred mampfen, ne? Ja, ne? Mom to the Fred. Then you get swifty. Yeah. Wo seid ihr denn? Ich habe Warzen mitgebracht. Neta-Warzen. Nein. Deine Nase aus meinem Gesicht. Die können wir mit einem Joint wegquarzen. Es wird nicht besser. Verstehe ich nicht. Neta-Warzen. Sind da zu quarzen. Jetzt wart's hier mal keinen. Nein, nein, lass er das sein. Wir sind immer weit weg. Lass ihn sein, ja nicht allein. Was muss, das muss. Was? Nein. Das ist nicht so. Das kannst du ihm nicht antun. Nee. Das geht zu weit. Ja, denk doch an die Kinder. Ich hab ein paar Bücherregal aufgestellt. Oh, voll sweet von dir. Ja, aber warum ist das eine da eigentlich so komisch hoch? So ein halbes höher. Rate mal. Ja, aber die müssen da nur drei hoch sein. Warum hast du denn auch ein viertes da drauf? Ja, damit es schön aussieht. Ach so. Bam. Materialverschwendung. Wobei, stopp, wir können das auch anders machen. Wir ziehen das nicht bis ganz nach oben. Wir setzen einfach Eichenholzblöcke drauf. Ist vom Materialverschwendungsgedanken her besser. Richtig. Der Cyan versteht mich. Es meldet sich schief mit Enchanter. Oh, er hat was verzaubert. Bitches! Also wir rackern uns ab, das Ding zu bauen und er, ach, ich verzauber mal was. Mir fehlen noch 10 Erfahrungslevel, dann könnte ich die Diamantspitzhacke mit einem 30er für Haltbarkeit 3 belegen. Ach ja. Warum kriege ich denn keine Inksacks, wenn ich die ganzen Tintenfische hier kaputt kloppe? Was soll denn das? Ich habe einen Tintenbeutel. Oh, jetzt habe ich einen gekriegt. Nee, jetzt habe ich auch selber einen gekriegt. Der reicht. Ich muss eh wieder nach unten laufen. Ich lege so unten in eine Truhe. Und trotzdem jetzt ein. Ich Cyan immer der Nase nach. Ich brate hier unten lecker Fleisch. Das riecht nach vergammeltem Furz. Entschuldigung. Außerdem, ich habe leckere, gesunde, aber Äpfel dabei. Ich dachte Eier. Die habe ich auch. Ja, natürlich den Beinen. 2 Stück. Auch die letzte müssen wir. We are so swifty. In here. Wir haben noch keine Truhe für Neta-Sachen, ne? So richtig. Barrett? Ja? Ich möchte das Lager rekonfigurieren. Bitte. Rekonfiguriere. Dann würde ich hier unten nämlich, weil es ein Kellerlager ist, so ein bisschen auf Neta-Sachen trimmen. Dass wir hier ganz viel Stein meinetwegen einlagern können, falls nötig. Oh. Doch einfach was Schönes. Das war, wenn nötig, halt hier was einlagern können. Was war das hier? Nein! Nein, zu hoch!